Eine Beckenendlage beschreibt eine Lagemöglichkeit eines Babys im Bauch der Mutter. Gibt es einmal die ganz normale Schädellage, das heißt der Kopf zeigt nach unten. Und bei der Beckenendlage oder auch Steißlage zeigt der Steiß, also das Po des Kindes, nach unten. Das ist bis zur 36. Woche erstmal nichts Ungewöhnliches. Die meisten Kinder drehen sich dann noch in Schädellage.